Hallo, ich bin Marc. Hi, ich bin Susi. Wir waren für unser Auslandssemester in Kanada. Wir haben die Vancouver Island University besucht, die nicht in Vancouver, sondern in Nanaimo ihren Standort hat. Und Nanaimo ist 1,5 Stunden von Vancouver mit der Fähre entfernt. Nanaimo selber ist ein recht weitläufiges Gebiet und Bars, Restaurants und Clubs sind auch sehr verstreut dort, weshalb ein Auto von Vorteil wäre. Ansonsten braucht man 20 bis 30 Minuten schon zum ersten Geschäft. Von unserer Wohnung aus. Die VIU ist eine sehr internationale Uni. Es gibt eigentlich Studenten aus allen Ländern dort, also auch sehr viele Deutsche. Es ist aber auch eine sehr anstrengende Uni, denn man hat eigentlich immer was zu tun, Assignments, jede Woche mehrere Tests, Hausarbeiten etc. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man reisen möchte, entweder davor oder danach zu reisen, denn während man studiert geht das schlecht, außer halt an Wochenenden. Und wenn man ein Auto hat, kann man dann vielleicht die Insel erkunden, aber sonst sieht es eher schlecht aus. Die VIU ist renommiert und recht bekannt in Kanada. Wie Marc schon gesagt hat, man hat im Studium selber weniger Zeit, um zu reisen. Eventuell könnte man nach Victoria oder Tofino oder auch Vancouver, wobei die ersten beiden Städte auch auf Vancouver Island selber liegen. Und wem wir Kanada empfehlen würden, sind einfach Leute, die vor ihrem Studium oder und nach ihrem Studium Zeit haben zu reisen und das Land selber zu entdecken, da ansonsten halt einfach nicht die Zeit bleibt, das zu tun. Also, wenn ihr herumreisen wollt, würde ich zum Beispiel auch Seattle empfehlen. Das ist nicht sehr weit weg, da waren wir auch übers Wochenende. Es empfiehlt sich halt wirklich, ein Auto zu haben. Wir kannten halt Leute, die ein Auto hatten oder sind auch oft Taxi gefahren, weil gerade mit mehreren Personen ist das da echt günstig, gerade im Vergleich zu Deutschland. Für die Uni selber müsst ihr zwar extrem viel machen und es ist auch stressig, aber trotzdem haben wir noch Zeit gehabt, zum Beispiel feiern zu gehen oder halt Wochenendsausflüge zu machen, mit Freunden zu treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr ausschließlich an euren Hausarbeiten sitzt. Das macht ihr auch, aber ihr habt trotzdem noch eure eigene Zeit in Kanada oder in Nanaimo selber Dinge zu unternehmen. Nur wie gesagt, für größere Reisen, gerade durch Kanada, ist es halt schwierig während der Schulzeit. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, dann könnt ihr euch ruhig bei mir melden. Tschüss. Tschüss.